Hallo und willkommen zurück. Und jetzt werden wir mal schauen, ob wir ein paar Beweise finden, die unseren Freund hier hinter Gitter führen. Unseren Blackwell. Chase, ich bin vor dem Blackwell-Turm. Ein Großteil von Lego City scheint auch hier zu sein. Woohoo! Party! Zieh dein Hemd wieder an, Honey. Du bist noch im Dienst. Hör mal, ich habe Natalia immer noch nicht erreichen können. Das liegt daran, dass Blackwell sie hat. Natalias Dad ist ein Wissenschaftler, der sich geweigert hat, Blackwell zu helfen. Deshalb hat Blackwell Natalia als Druckmittel eingesetzt. Die Kurzversion. Es war heute wohl niemand mit deinem Hund draußen. Wow. Okay. Naja, es dauert noch eine Weile, bis die Pressekonferenz losgeht. Die haben einen riesigen elektronischen Countdown gestartet. Klingt ja gar nicht unheilvoll. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Ja, das scheint dann wohl der Untergang zu sein. Der Klassiker, wie in jedem anderen Actionfilm. Wenn der Countdown abläuft, geht wahrscheinlich Lego City unter. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Jetzt haue ich übrigens wieder alles kaputt, weil ich denke, dass hier vielleicht noch irgendwelche versteckten Hinweise sind. Man weiß es ja nicht, ne? Aber anscheinend, bis auf die, die wir gefunden haben, nichts. Ah, Entschuldigung, eins zu kurz. Im Bücherregal, aha. Nichts passiert. Vielleicht gibt es noch einen Schalter. Aha. Er war im Safe eingesperrt. Oh. Es war ein bisschen zu kurz, zu früh, Entschuldigung. Dynamit. Hast du Natalia gefunden? Nein, leider nicht. Aber ich habe anscheinend Blackwells Geheimnis gelüftet. Er ist ein echter Modellbaunarr. Er ist ein fieses Genie. Und das ist sein Plan. Schau, das ist meine meine magische Blase. Er will zum Mond fliegen. Womit denn? Das Shuttle auf der Apollo-Insel ist zu klein für seine Truppe. Und wie versteckt man eine Riesenrakete in Lego City? Der Countdown. Der Blackwell-Turm. Ellie, du musst die ganzen Leute vom Blackwell-Turm wegschaffen. Sofort! Okay, aber warum? Der Blackwell-Turm ist eine Rakete. Wenn sie abhebt, wird alles im Radius von 10 Blöcken gegrillt. Ich schicke dir die Beweise. Alles klar. Alle herhören! Ihr müsst sofort alle weg hier! Ja! War gar keiner da. Knapp, aber vielleicht können wir helfen. Wie? Erkläre ich dir unterwegs. Fliegen wir jetzt mit dem UFO dahin? Oh,
Ersparnis und Darlehen. Chase, ich fahre zum Blackwell-Turm. Du musst zu meinem Gebäude bei den Auburn-Docks. Gut. Was soll ich da machen? Erstmal begibst du dich dorthin. Hab ich doch gesagt. Ja, aber wenn ich da bin, was dann? Du findest dort Prototypen für die Maschine, die die magische Blase erzeugt. Sie sind in meinem Labor. Was haben sie denn mit ihnen vor? Ich werde die Polarität des Neutronenfeldes umkehren. Ich werde den mystischen Feen, die dort drin... Ich bin kein Idiot, Professor. Wollen Sie mit der magischen Blase den Hitzeschub der Rakete eindämmen? Ja, genau. Und wenn das nicht klappt? Dann werde ich schön braun bei dem Versuch. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Wir ordnen uns erstmal einen Heli. Dann schauen wir mal. Oh, wir haben sogar ein Zeitlimit. Ich komm nicht so hoch. Wie kommen wir denn da rüber? Müssen wir jetzt ganz außen rum fliegen? Oh, Entschuldigung. Ah, das ist ja der schiefe Turm. Sieh an. Das da ist die Rakete, ne? Naja gut, der Turm sieht halt eben echt aus wie eine Rakete. Dann komm, gib Gummi. Ich bin am Blackwell-Turm, Chase. Bist du in meinem Labor? Noch nicht. Dann beeil dich bitte. Es geht hier um Leben und... Naja, du weißt schon. Oh, und dein Boss hat noch einen Officer abgestellt, der dir helfen wird, sobald du eintriffst. Wir brauchen mehr Schildgeneratoren, als ich angenommen habe. Beeil dich, Chase. Du musst zu meinem Labor. Bitte ist es nicht Frank. Bitte ist es nicht Frank. Schnell, Chase! Es hängt alles von deinem Erfolg ab! Ja. Nur kein Stress. Bin da. Oh, es ist Frank. Oh nein. Hey Chase. Frank? Wem sonst sollten Sie wohl eine so wichtige Mission anvertrauen? So ziemlich jedem. Du Scherzkeks. Ich hab's genau gewusst. Jetzt haben wir aber kein Zeitlimit mehr, ne? Ich würde dann gekonnt mal behaupten, da wir jetzt ja ein bisschen Zeit haben. Da ist noch ein Superstein. Sogar einer der großen. Da gehen wir gerade mal noch den Superbau da hinten aktivieren. Der dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Wo ist denn der auf dem Dach? Soll ich kurz den Superbau machen? Muss jetzt noch ewig hier rumlaufen. Oh nein, hier drin, oder? Ja, wir kommen auf jeden Fall hoch.
Aha. Oh, da haben wir auch noch was. Moment, das machen wir auch noch. Wie wir gerade schon mal da sind, ne? Ah, das ist bestimmt wieder so ein Alien. Ah, nein. Bringt uns irgendwie komischerweise nichts, ne? Naja, egal. Wir haben jetzt noch einen Superbau gemacht. Und dann haben wir immer noch 35.000 Steine. Auch nicht schlecht, ne? Na egal, wir machen jetzt das hier erstmal. Vielleicht laufen wir ja noch dem einen oder anderen Superbau über den Weg. Komm schon, los geht's! Chase, ich bin zwar nicht in den Blackwell-Turm reingekommen, aber ich konnte mich in die Startkonsole hacken und den Countdown ein wenig verlangsamen. Die Zeit wird aber trotzdem knapp. Keine Sorge, ich bin in Ihrem Labor. Gut, dann bring die Prototypen so schnell wie möglich hierher und fahr bitte vorsichtig. Okay, eins davon kriege ich sicher hin. Upala. So, also wir müssen jetzt aufpassen, haben wieder ein Zeitlimit. Aus dem Weg. Natürlich erstmal bei einer Panik immer im Kreis laufen und schreien, das klappt nun mal immer. Er hätte wirklich mal Nitro einbauen können. McCain, ich bin hier bei Kowalski. Wo steckst du? Bin etwa auf halbem Weg, Chief. Das reicht nicht. Das Ding hier hebt gleich ab. Tritt das Gaspedal durch und lass den Fuß drauf. Chase, du musst dich beeilen. Ich kann den Countdown nicht anhalten. Ich tue mein Möglichstes, Professor. Oh, da hätten wir noch einen Superbau. Scheiße, dass wir nicht aussteigen können. Aber wir haben keine Zeit. Aber wir müssten eigentlich gleich da sein, oder? Da ist er doch. Wir haben es geschafft. Eine der Magieblasenmaschinen aufgestellt. Ich hätte wohl erwähnen sollen, dass sie in Baukastenform daherkommen. Du musst sie also zusammensetzen. Ich muss den Countdown weiter verlangsamen. Ja, komm, wir haben nicht viel Zeit. Chase, der Professor hat mir gesagt, ich soll hier warten und nichts anfassen. Oh Mann, schau, lauter Einzelteile. Genau wie damals, als ich das Bild gekauft habe.
Aber dann hat mir der Typ aus dem Laden erklärt, dass es ein Puzzle ist. Ich hab's zusammengesetzt, aber das hat ewig gedauert, weil das Bild komplett braun war. Ich hab's dann umgedreht und bemerkt, dass jemand ein paar Kätzchen auf die Rückseite gemalt hat. Wo ist der Kerl blöd? Waren die auch. Ist der Kerl so blöd? Ey. Na komm, ich habe keine Zeit. Nur noch einer. Ah, zu spät, Leute, wir haben's. Der ultimative Schutztrophäe erhalten. Zeit haben wir noch, Professor. Noch etwa minus 3 Sekunden. Jace, Natalia ist an Bord. Das habe ich gesehen, als ich mich in ihre Computer gehackt habe. Was? Das war gute Arbeit, Jace. Spricht er wirklich mit mir? Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Und ich bin Manns genug zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Oder zwei. Also immer noch weniger, als du gemacht hast. Danke, Chief. Frau Bürgermeisterin, ich hätte eine Bitte. Der Mann, der gerade die Zerstörung von Lego City verhindert hat? Schieß los! Ich müsste da noch ein paar Leute einbuchten. Ich rufe sofort auf der Apollo-Insel an. Die haben da sicher ein Shuttle, das sie dir leihen können. Oh, bin dabei! Oh Gott, jetzt fliegen wir hoffentlich nicht mit diesem Kerl ins Weltall. Die Pflicht ruft sogar im All, das letzte Kapitel startet. Professor Kowalski? Nur keine Sorge, ich werde Natalia befreien. Vielen Dank, Chase. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Naja, wäre ganz gut zu wissen, wie man einen Shuttle fliegt. Wie wär's mit einem Crashkurs, damit ich keinen, Crash hinlege? Keine Sorge, die Techniker auf der Apollo-Insel fliegen es per Fernsteuerung. Und Blackwells Fähre? Wie kriege ich die nach Lego City zurück?
falls du so weit kommst, wird dir schon was einfallen. Falls? Entschuldige, natürlich klappt das. Hier entlang bitte. Wir machen gerade die Rakete startklar. Da je. Wir haben keine... Aber doch, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Aber hier auf der Insel hatten wir noch einen Superbau, ne? Ein paar Superbauten werden wir auf jeden Fall noch unser letztes Geld verblasen, bevor es jetzt ins All geht. Da ist nämlich der erste. Mal schauen, was es kostet. Eins. Oh, 3000 fehlen uns. Das kann doch nicht sein. Ich besser als eingesammelt. Verdammte, 3000 fehlen uns nur. Ärgerlich, aber da hinten ist. Ah, da haben wir sogar noch einen Superbau. Vielleicht können wir uns den leisten. 50.000 können wir uns natürlich auch nicht leisten. Ja, bevor wir das Spiel zu Ende haben, will ich auf jeden Fall noch irgend so einen Superbau fertig machen. Da ist ein Helikopterlandeplatz oben drauf. Aber da will ich jetzt nicht unbedingt hochklettern. ...30.000 einwandfrei. Ist das ein Apparat, hä? Haben wir immerhin noch einen Superbau fertig bekommen. Ein paar Prozentpunkte mehr zum Spiel. Wie viel haben wir denn? 30,5%. Und das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Dafür, dass wir eigentlich nur die Hauptstory gezockt haben. Ist das eigentlich echt noch annehmbar? So, ich würde sagen, jetzt fliegen wir dann halt eben mal zum Mond. Toll, hier haben wir auch noch einen Superbau. Oh, Alter, nicht wirklich, oder? Lars, du bist der Beste. Weißt du das eigentlich, Lars? Du bist der Allerbeste. Manchmal hasse ich mich selber. Für so Sachen schon. Oh, komm, wir verkloppen alle Steine. Wir brauchen keine mehr. Aha. Edeniger Dummkopf. Das gibt's nicht. Nein! Toll. War eine super Idee. Richtig. Falsch. Ja, was ist das? Ein paar Steine. Wir brauchen 50.000. Oh Mann. Es hätten nur noch 20.000 gefehlt. Noch nicht mal. Oh, elendiger Kerl. Komm, bring uns einen Superstein, wir brauchen 50.000. Das habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Oh, Herr im Himmel. Ist halt eben genau wirklich der Stein, den wir brauchen.
Oh, Alter. Ah. Naja, immerhin. Ob das jetzt geplant war oder nicht, das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das so vorgesehen war. Immerhin haben wir jetzt schon 30.000 wieder. Nein. Oh, das war knapp. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Oh, das war knapp. Er müsste dann wohl hier oben sein. Jawohl, dann haben wir's. Gott sei Dank. Zum Glück kann uns nichts passieren. Wir knacken die 2 Millionen, oder? Hallo, was ist denn jetzt? Ich wollte es noch gar nicht starten. Nein, okay. Das gibt's nämlich in der nächsten Folge. Da hier kommen. Bis die Sequenz da ist, sind immer meine ganzen Münzen weg. Jawohl, 2 Millionen. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und in der nächsten Woche, ja. In der nächsten Folge fliegen wir dann zum Mond. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.